Letzte Vorbereitungen für die wohl längste Live-Sendung ihres Lebens. 10 Stunden ohne Pause und das nachts. Anspannung bei Redaktionsleiter Klaas-Oliver Richter, der die Sendung inhaltlich lenkt. Nachdem die ersten Zahlen um 1 Uhr bekannt gegeben werden, ab dann ist alles aus der Hand, freies Schießen. Ab dann können wir den ganzen Plan, alle unsere Pläne über den Haufen werfen. Dann wird das passieren, was uns das Ereignis vorgibt. Und wir werden dem so gut wie möglich gerecht werden. Bei Aufnahmeleiterin Angelina Vergin, die alle Abläufe koordiniert. Für mich ist die größte Herausforderung, dass wir die Hygienemaßnahmen einhalten und dass wir auf dem Punkt sind, dass die technischen Hintergründe funktionieren und wir hier im Studio alles abliefern können für den Zuschauer. Und beim Moderator Andreas Zichowitz. Es sind verschiedene Ebenen, die man so als Moderator hat. Alles spielt sich in meinem Ohr ab, in einem kleinen Ohrhörer, in dem die Regie und die Redaktion mir sagen, als nächstes machen wir Folgendes. Das ist anspruchsvoll. Auf einer Strecke von 10 Stunden können sehr viele Fehler passieren. 10 Stunden ab jetzt. Achtung bitte im Studio. Andreas Zichowitz schlägt sich für uns die Wahlnacht um die Ohren. Los geht's, Andreas. Danke, Karin. Willkommen auf der Zielgeraden. Heute Nacht wird nämlich entschieden, wer bestimmt das Schicksal der USA in den kommenden 4 Jahren, Trump oder Biden. Doch erstmal heißt es, stundenlang berichten, ohne viel zu wissen. In der Regie koordiniert Redaktionsleiter Klaas-Oliver Richter die Schalten zu insgesamt 11 Reportern an verschiedenen Orten in den USA. Dann schalten wir zu Claudia und dann schon zu Markus Schuler. Gegen 1 Uhr. Andreas für Klaas. Ein erstes Ergebnis. Der Staat Indiana mit 11 Wahlleuten geht an die Republikaner. Ist keine Überraschung. Weitere Staaten folgen. Jetzt wird spannend. Bitte auf den Tweet gehen. Jetzt wird spannend. Das ist gleich vom 17. Staat. Das ist eine zweiseitige Geschichte. Im Kalten Krieg war es schon früher, als wir das haben, mit unserem Plan verabschiedet, einfach nur noch aus der Hand gefahren. Ab 2 Uhr richten sich alle Augen auf den möglicherweise entscheidenden Swing State, Florida. Da geht es jetzt ganz langsam voran. 91% ausgezählt. Das Ergebnis noch offen. Dann übernimmt für 8 Minuten Washington Zeit für eine kurze Pause. Ich bin voll dabei. Also wir haben ja noch keine richtigen Zahlen, kein Ergebnis. Da kann ich noch nicht müde werden. Aber das Adrenalin ist hoch. Also 3:30 ist noch keine Zeit, müde zu werden. Bei der Aufnahmeleitung gibt es einen Schichtwechsel. Gut, alles klar. Schönen Feierabend, ne? Ja, danke dir und schöne Schicht. Wir hatten einen guten Start in die Sendung. Das Team hat sich wohl gefühlt. Keine größeren Ausfälle. Alle Schalten haben geklappt. Keine Tonkommandoprobleme. Also ich bin sehr glücklich. Für Angelina Vergin übernimmt nun Dieter Hartwigsen. Außerdem neue Studiogäste. Doch die Ergebnisse kommen spärlich. Langsam zeichnet sich ab, Florida und auch Ohio gehen wohl an Trump. Das ist echt in Kalifornien. Um 5:30 noch einmal 8 Minuten Pause. Der Druck wächst. Holst du mal den Maskolo rein? Der ist rauchen. Wie bitte? Der ist aber noch vorne. Georg Maskolo ist rauchen. Wir müssen ihn wieder reinholen. Leute. Ja, der kommt gleich. Kommt gleich. Ich habe gesagt, die erste Runde, wenn der Gast nicht da ist, dann machen wir, oder soll jetzt getalkt werden. Nö, aber der muss da stehen. Ist ja, Inventar. Ja, ich muss. Währenddessen geht es am Social Media Desk noch überraschend entspannt zu. Wir haben uns ja eigentlich darauf eingestellt, dass jeder zweite Tweet von Trump ist heute Nacht. Und es gibt keinen Trump-Tweet seit Stunden. Und wow, keine Ahnung, vielleicht schläft er schon. Ich weiß es nicht. Statement, aber doch in. Wenige Minuten später tritt Biden vor seine Anhänger. Und? Gleichzeitig hat auch Donald Trump getwittert. Können wir das einmal sehen? We are up big, also wir sind groß dabei. But they are trying to steal the election. Aber sie, die Demokraten, versuchen die Wahl zu stehlen. Das werden wir nicht zulassen. Die Stimmen können nicht gezählt werden, nachdem sozusagen die Wahlstationen geschlossen sind. Man hat den Eindruck, dass es genau jetzt beginnt, hässlich zu werden und dass wir jetzt genau eben jene Auseinandersetzung erleben, über die wir im Vorfeld so viel geredet haben und die befürchtet worden ist. 7 Uhr. Fast 8 Stunden Sendung sind vorbei und alle
sind hellwach. Das wird jetzt spannend werden. Trump hat angekündigt, auch vor die Presse zu gehen. Was wird er dann sagen? Wenn Trump anfängt zu sagen, ich habe die Wahl gewonnen, ich glaube, dann wird es Theater geben in Amerika. Minuten später tut Trump genau das. Der Präsident tritt vor die Kameras, Donald Trump, und da hören wir jetzt sofort rein. Wir waren auf gutem Weg, diese Wahl zu gewinnen. Und ehrlich gesagt, wir haben diese Wahl gewonnen. Ganz offen gesprochen, wir haben diese Wahl gewonnen. Das geht ja gar nicht. Weil er sagt, ja, den Staat nehmen wir einfach mal so mit. Das interessiert ihn gar nicht, ob die gewählt haben oder nicht. Das ist das Problem bei Trump. Ne? Der haut immer voll in die Kerbe, sag ich mal. Es wird schmutzig. Da sind sich bei Sendungsende alle einig. Das war nach Drehbuch. Also wir alle hatten das sozusagen da liegen, nach dem Motto, was wird die eine Seite machen, wenn das so kommt. Wir haben nicht geglaubt, dass es tatsächlich umgesetzt wird, denke ich, denn das ist nun wirklich eine enorme Eskalation. Die Sendung an sich ist gut gelaufen. Ich bin froh, dass vorbei ist. Spannendes Ergebnis, spannende Zielgerade. Ist wie immer, wenn diese komplexen Sendungen sind. Man ist froh, wenn die Pannen nicht so zahlreich sind. Das war gut. Für die Schalten in die Tagesschau übernimmt ab 9 Uhr Ellen Eni. Top, top, top hier an alle. Das war. Mach die hier jetzt direkt. Wir machen jetzt gleich weiter hier. Ja. Die Nachtbesetzung kann gehen, doch gesendet wird weiter. Wir machen da Olafs Team. Yeah! Weiter mit Tagesschau und Besuch mit Ellen. Danke.